Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 31. Mai. Heute dabei VLC, Google Kalender, Messenger Kids, Pokémon Let's Go und die NBA. Beginnen tun wir mit dem VLC Media Player. Der wurde nämlich Ende April aus dem Store für die Amazon Fire TVs entfernt. Ja, man wusste erst nicht warum. Anscheinend gab es wohl einfach nur ein paar Probleme mit dem Update. Aber das ist jetzt behoben und ihr könnt den aktuell wieder im Store kriegen für euer Amazon Fire TV Version 3.0.1.0. Und ja, wenn ihr Interesse habt, ladet euch den runter. Gleichzeitig gibt es aber neue Probleme. Denn Google hat die VLC-Variante für die Chromebooks, also das Chrome OS, auch aus dem Webstore geworfen. Tja, jetzt müssen die halt entsprechend nachbessern. Also einfach hat das Team vom VLC es wohl derzeit nicht. Bleiben wir gleich auch bei Google. Google hat ein neues Feature angekündigt für den Google-Kalender. Und zwar geht es darum, dass wenn man einen Termin verschiebt oder löscht, dass man da jetzt eine kurze Nachricht eingeben kann, damit die eingeladenen Gäste oder Kollegen dementsprechend auch wissen, warum wird der Termin verschoben bzw. gelöscht. Ja, ein Feature, was durchaus Sinn macht und ich dachte, sowas gibt es schon längst. Habe einfach nicht drauf geachtet, denn das ist doch gang und gäbe, zumindest auch in anderen Kalendern und macht absolut Sinn. Und ja, ab heute gibt es das Feature und es sollte wohl innerhalb der nächsten 3 Tage bei jedem Nutzer auch angekommen sein. Der Facebook Messenger für Kids, der existiert ja, damit Kinder unter Kontrolle, also auch unter 13 Jahren, unter Kontrolle der Eltern, dementsprechend auch sich über den Messenger Kids austauschen können untereinander. Und bislang mussten, also die Eltern müssen das immer noch freischalten, aber bislang mussten die Eltern sogar befreundet sein, wenn sich 2 Kinder da vernetzen wollten. Das muss ja nicht unbedingt sein, das macht ja nicht unbedingt Sinn. Vielleicht kennen die Eltern sich auch gar nicht und die Kinder möchten sich trotzdem vernetzen. Und daher ist das nun aufgehoben. Allerdings natürlich immer noch weiterhin, die Eltern müssen jeden Kontakt bestätigen. Und dann können die Kinder die ersten Schritte mit dem Facebook Messenger machen. Facebook Messenger Kids natürlich. Jo. Und ansonsten können die Kinder vielleicht auch Pokémon spielen. Aber das machen ja auch viele Erwachsene, ich ja auch. Denn Nintendo hat jetzt Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli für die Nintendo Switch angekündigt. Und zwar für den 16. November. Also 2 Spiele. Mehr weiß ich da jetzt gerade auch nicht zu. Es gibt zusätzlich noch einen neuen Pokémon-Titel als kostenlosen Titel seit gestern. Und zwar Pokémon Quest, auch für die Switch. Und bei Pokémon Let's Go, was im November kommt, wird auch eine engere Verknüpfung mit Pokémon Go stattfinden, dem Spiel, was auf den Smartphones läuft. Und zwar kann man aus dem Pokémon Go-Spiel von den Smartphones entsprechend Pokémons in das Spiel Pokémon Let's Go, Pikachu oder Evoli, reinpacken und dann wahrscheinlich damit auch kämpfen. Zusätzlich gibt es auch neue Hardware, und zwar den Pokéball Plus. Das ist ein Pokéball, wie man den bei Pokémon wirft, mit einem Knöpfchen und einer Schlaufe dran. Und anscheinend kann man damit auch wirklich so tun, als ob man den Ball dann wirklich wirft. Wie das wirklich in Action dann hinterher auch aussieht, beziehungsweise auch, ob das auch Spaß macht, wird man dann im November sehen. Interessanterweise kann man den Pokéball Plus auch als Pokémon Go Plus, das ist ja dieser kleine Drücker, den es für das Pokémon Go für die Smartphones gibt, auch verwenden. Also ebenso gleiche Funktionalität, wie man jetzt den Pokémon Go Plus in klein hat, kann man auch den großen Ball benutzen. Ja, seid ihr verwirrt? Ja, entweder habt ihr das verstanden, weil er Pokémon Go spielt, ansonsten hat es euch vielleicht auch eh nicht interessiert. So, und letztes Thema für heute, die NBA, denn da stehen auch die NBA Finals an. Die fangen heute Abend an, da treffen sich die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers, wie jedes Jahr in den letzten paar Jahren. Und passenderweise hat die NBA eine App draußen für Android und iOS, und zwar eine AR, also Augmented Reality App.
Also ich sage mir da, tja, wenn das Augmented Reality ist, dann gute Nacht. Also technisch gesehen ist es das natürlich. Ja, man macht die App auf, geht entsprechend in die Kamera, sucht sich eine Stelle auf dem Boden und dann taucht eine Tür auf. Und dann geht man geradeaus und geht durch die Tür durch und ist dann praktisch auf dem Spielfeld beispielsweise. Ja, und kann mit den Spielern abklatschen, in Anführungsstrichen. Und entsprechend, wenn man sich umdreht auf dem Spielfeld, sieht man auch die Tür und man sieht den Ort, wo man reingegangen ist. Ja, und das ist dann der Spaß. Also ich finde es jetzt eher enttäuschend, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, kostet ja nichts. Und zu den Finals soll es auch neuen Content dazu geben. Ja, und das war's für heute. Ja, viele werden heute einen Feiertag haben, nicht alle. Aber wenn ihr einen Feiertag habt, genießt den Tag. Ansonsten habt einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag. Und ich hoffe, wir hören uns zum Ende der Woche morgen nochmal wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.